Das Grande Finale der Scorepoint Racing eSport GT3 Sprint Season auf Spa-Francorchamps. Willkommen auf meiner absoluten Hassstrecke des Rennkalenders. Die bisherigen Rennen auf dieser Strecke endeten immer in einer Tragödie. Nun springen wir direkt in das Qualifying des ersten Splits. Aktuell befinden wir uns auf P3 der AM-Wertung. Markus Hundertmark hält die Polezeit inne. Hans-Jürgen Hess folgt ihm. Hess könnte heute den Pokal für Platz 3 der AM-Wertung mit nach Hause nehmen. Christi Braun hat aber ebenfalls Ambitionen, diesen Pokal nach Hause zu holen. Ich bin selbst von mir überrascht. Es könnte zu meiner schnellsten Runde aufs Spa reichen. Nur noch die Busstop ohne Fehler schaffen. Busstop ist geschafft und nur noch mit Vollgas und die Zielmarkierung. Wahnsinn, eine 2:20.405. Aktuell ist das P2. Das war das Split Qualifying. Nun die Startaufstellung der AM-Wertung. Markus Hundertmark startet von P1. Hess konnte sich noch einmal verbessern und ist auf P2. Ich starte von P3. Mir dicht auf den Fersen sind Arndt im Ferrari und Schubert im Aston Martin. Von Spa sind nun eingeläutet. Hess und Hundertmark legen einen grandiosen Start hin. Hess verzögert und ich kann mich neben ihm schieben. Der BMW von Hundertmark ist in der Rouge direkt vor mir. Er zieht vor mir, ich muss vom Gas bleiben, sonst hätte es hier geknallt. Ich bleibe aber vor Hess, hinter mir ist Nico Schubert. Es geht nun im Formationsflug die Chemist Street entlang. Der Abstand zu Hundertmark wächst an. Unsere Reifen sind nicht im Temperaturfenster. Es ist 13 Grad kalt um 4 Uhr morgens hier in Belgien. Jetzt Anbremsphase, Hundertmark ist im Zweikampf mit Tim Sebe. Es wird hier schon ordentlich Staub aufgewirbelt. Es geht hier hart zur Sache. Es gab hier wohl eine größere Kollision. Ich komme aber unbeschadet durch diese heikle Stelle. Hundertmark geht weit. Immer wieder gibt es hier Rallycross-Einlagen zu sehen. Kurve 5. Achtung, es gibt Kollisionen und zwar jede Menge. Hier Stefano Schiavone sowie Thomas Verweilen. Dazu noch Fabian Sotke. Drei BMWs abseits der Strecke. Verweilen rollt auf die Strecke zurück. Und es knallt noch einmal. Tim Sebe wird getroffen sowie Nico Schubert. Raphael Heinz versucht noch auszuweichen, wird aber auch getroffen. Außenansicht des 108er BMWs. Verweilen bremst für die Schikane an. Er lässt sich in die Kurve fallen und dabei hat er viel Platz. Dominic Beck wird am Heck getroffen und schießt dabei in die rechte Seite von Verweilen. Der Scuderia BMW schleudert von der Strecke. An sich Stefano Schiavone. Im Hintergrund Fabian Sotke. Sotke verschätzt sich und kollidiert zuerst mit Dominic Beck und dann mit Schiavone. Hier wurde viel Schaden produziert. Weiter geht's, immer noch Runde 1. Voraus ist der BMW von Hausburg. Hundertmark ist im Windschatten. Es geht auf die schnelle Kurve 10 zu. Hundertmark positioniert sich für einen Angriff. Der Angriff glückt ihm. Neben der Strecke ist der Porsche mit der 666 Schneevogt. Er kommt zurück auf die Strecke. Ich versuche im Windschatten von Hundertmark zu bleiben. Kollision und noch mehr Kollision. Onboard bei Lukassen, das Spitzenfeld. Radlmeier und Barca im Zweikampf. Lukassen will aufschießen und trifft den Porsche von Radlmeier. Dieser verliert das Heck. Radlmeier bekommt den Hit ab und kann gerade so diesen Einschlag verhindern. Schneevogt ist der glückliche Gewinner der Berührung zwischen Radlmeier und Lukassen. Er ist im Windschatten von Barca. Für die Kurve will er die Innenbahn haben. Dabei kommt er auf die Grasnarbe und verliert den Boliden. Nicht mal 2 Minuten sind vergangen und das Feld wurde gut durcheinander gewürfelt. Nico Schubert ist mit seinem Aston Martin bei mir im Windschatten. Er sucht die Lücke. Kurve 15 muss ich nun perfekt fahren, sonst fehlt mir der Top-Speed für Blanchimont. Meine Reifen sind aber noch zu kalt und ich rutsche aufs Gras. Nico Schubert wittert seine Chance. Er setzt sich neben mir und zieht vorbei. Ich lupfe kurz das Gas, um in seinen Windschatten zu kommen. Denn die Aston Martins haben hier in der Blanchimont mit Unterschleudern zu kämpfen. Nico Schubert muss nun als erst durch Blanchimont fliegen. Er kann die Linie aber nicht halten und fährt weit außerhalb der Strecke. Meine Chance ist jetzt nun gekommen. Aber er bleibt voll auf dem Gas, ich komme nicht vorbei. Die Busstop könnte meine nächste Angriffsmöglichkeit sein. Ich versuche mich an ihm vorbeizubremsen, aber es funktioniert nicht. Er macht die Lücke zu. Es geht nun zum ersten Mal über die Ziellinie. Das war die erste Runde des Finales. Das heißt aber auch, das erste Mal mit Renntempo über die Eau Rouge. Wenn die Reifen noch nicht im Arbeitsfenster sind, dann wird es eine Katastrophe geben. Das war nun Kurve 1. Der Aston Martin ist weiterhin vor mir. Es war ein sehr guter Exit und wir können den Windschatten von Nico Schubert nutzen. Gleichzeitig kann die Dirty Air uns aber die Downforce kosten, die wir jetzt gleich für die Eau Rouge brauchen.
Jetzt mit Vollgas in die Eau Rouge. Die Reifen scheinen im Arbeitsfenster zu sein. Das erste Mal Eau Rouge, meine Horrorkurve überlebt. Runde 6 und gelb wird geschwenkt. Der Porsche von Raphael Heinz scheint in die Reifenstapel eingeschlagen zu sein. Wir sind weiter in der Verfolgungszeit von Nico Schubert. Aktuell sind wir P3 in der Almwertung. Und jetzt die Schrecksekunde. Das Heck bricht aus. Ich versuche einen harten Impact zu vermeiden. Wir können mit 2 Sekunden Schaden weiterfahren. Im Helikopter über dem Porsche mit der Nummer 911. Raphael Heinz, aktuell P27. Er fährt durch Kurve 10. Der Porsche ist weit auf dem AstroTurf. Heinz verliert die Kontrolle über seinen Porsche. Er versucht ihn noch abzufangen, was dazu führt, dass er frontal einschlägt. Ein harter Einschlag. Erneut gelbe Flagge. Nico Schubert ist abseits der Strecke. Meine Chance, wieder an den Aston Martin heranzukommen. Jetzt Anfahrt Kurve 10. Nico Schubert bleibt innen. Er will verteidigen. Ich komme weiter heran. Ich ziehe nach außen. Und er lupft. Er lässt mich vorbei. Onboard bei Christi Brauner. Der BMW-Pilot hat die Chance, P3 der AM-Gesamtwertung zu gewinnen. Dafür muss er nur weiter nach vorne kommen. Aber Achtung, die Internetverbindung bricht ab. Christi Brauner kocht vor Wut. Die Pokalträume sind zerstört. Runde 11, Eau Rouge und gelbe Flagge. Keine gute Stelle für einen Unfall. Auf der Campbell Straight steht Patrick Grassler quer. Ich gebe ihm den Flash, um ihn zu warnen. Ich konnte an dem zerstörten Porsche vorbeifahren. Die Onboard-Kamera des Porsches. Grassler fährt mit Vollgas durch Eau Rouge. Am Ende verliert er das Heck und schlägt frontal ein. Jetzt nochmal eine andere Perspektive des Horrorcrashs. Auf dem Curb verliert Grassler die Kontrolle über den Porsche und der Einschlag ist nicht mehr zu vermeiden. Er wird zurück auf die Strecke geschleudert. Spannung in der Boxengasse. Aktuell bin ich P1 der Almwertung. Doch 100 Mark und Ahn sind meine direkten Konkurrenten. 100 Mark fährt gerade durch die Bastorf. Ich werde gerade aufgebockt. Die Boxencrew arbeitet. Währenddessen fährt Ahn mit Tim Säbel durch die Blanchy Moor. 100 Mark biegt jetzt in Kurve 1 ein. Der Boxstopp ist noch nicht beendet. 100 Mark wird an mir vorbeikommen. Aber kann ich mich vor Ahn behaupten? Der Boxenstopp läuft weiter. Arndt biegt jetzt in Kurve 1 ein und es geht zurück auf die Strecke. Ich konnte mich vor Arndt behaupten. Runde 16 und Klink Müller ist abseits der Strecke. Vor mir ist der BMW von Verweilen und hinter mir ist weiterhin Marcel Arndt. TV-Kamera im Bild der BMW von Klink Müller. Jetzt Durchfahrt Kurve 10 und 11. Der Curve von Kurve 11 hebelt den Boliden aus. Er rutscht mit der Hinterachse weg. Klink Müller kann aber Schlimmeres verhindern. Runde 18 in Spa und die Track Limits schlagen zu. Eine Drive-Thru für 100 Mark, dies kann für mich das Podium bedeuten. Eine DT kostet 100 Mark fast 2 Minuten. Bisher habe ich noch keine einzige Warning kassiert. Und die nächste DT, dieses Mal trifft es Schubert. Das Glück ist heute auf meiner Seite. Markus 100 Mark tritt seine DT an. Ich bin an ihm vorbeigekommen. Und nun SG30 für den Werkskollegen. Das bedeutet für mich, der schnellste Almfahrer von heute ist raus. Runde 23 und nicht mal mehr 15 Minuten auf der Uhr. Lukas Barca ist hinter mir und ich lasse den Titelkandidaten für Gesamt- und Pro-Wertung vorbei. Es geht jetzt durch die Blanchy Moor. Vor uns allen ist Reto Tonia. Der Schweizer bekommt nun Besuch von hinten. Er macht, wo er nur kann, Platz. Verweilen ist nun vorbei. Barca und ich fahren nach innen.
Barca ist vorbei. So wie ich jetzt auch. Lukas kommt von hinten angeflogen. Aktuell bin ich P1 mit weitem Abstand in der Almwertung. Zweiter Pflichtboxenstopp ist absolviert in Runde 26. Es geht zurück auf die Strecke. Zu Arndt und Hess konnte ich einen 2-Minuten-Vorsprung vor dem Stopp herausbannen. Das hat gereicht, um P1 zu sichern. Und nun die letzten Minuten des Rennens. Wahnsinn, die letzte Kurve auf meiner bezwungenen Hassstrecke. Noch einmal links abbiegen und dem Ziel entgegenfahren. Und da ist endlich der erste Sieg in der AM-Wertung. Und das hier auf dieser Strecke. Ich kann es kaum glauben. Beinahe ohne Fehler durch dieses Rennen gekommen. Dank der DTs von 100 Mark und Schubert konnte ich diesen Sieg erreichen. Die Mühe hat sich endlich ausgezahlt. Nun das amtliche Endergebnis des Rennens in der AM-Wertung. Ich konnte meine ersten 25 Punkte gewinnen. Das bringt mich in der Gesamtwertung auf P6. Arndt kommt auf P2 ins Ziel. Hans-Jürgen Hess konnte P3 für sich beanspruchen. Nun die Siegerehrung dieser Season. Lukas Barca gewinnt die Gesamtwertung. Scuderia Schiavone und Giallo verteidigt den Titel in der Teamwertung. Die Pro-Wertung konnte Lukas Barca ebenfalls für sich beanspruchen. In der Pro-AM-Wertung wird Fabian Sottke der Sieger der Klasse. Bei der AM-Wertung holt Sebastian Scher den Titel. Hans-Jürgen Hess konnte für sich P3 sichern. Glückwunsch an alle Fahrer für ihre Titel. Was für ein Saisonfinale. Genießt nun diese Szene.